So um die normalen Liegestütze, da brauche ich jetzt kein großes Video zu machen oder sowas, sondern ich will euch gleich eine andere Übung zeigen. Aber nochmal, Liegestütze, normale Liegestütze, wie wir sie kennen, sind je nach Handstellung, wie ich es dann unten mache, sehr wirksam für die Brustmuskulatur. Aber zu viel Brustmuskulatur sieht dann auch blöd aus, finde ich, für mich. Und macht da lieber Ausdauertraining mit der Brust, indem ich 50, 70, 80 Liegestütze mache. Das ist kein Problem, das kann man dann. Das ist eine Frage der Gewöhnung. Das ist dann Ausdauersport, also kein submaximales Training, wenn man so viele Wiederholungen schafft. Aber jetzt eine andere Übung, ich zeige es mal, ich sage gar nicht viel dazu. Ich gehe in den Liegestütz, lege mich hin und ihr werdet es gleich sehen. Und mit Hilfe der Körperspannung, mit Hilfe des Bauchmuskels, Achtung, so, und jetzt die Beine ein bisschen breit, damit man nicht umfällt, nur mit Hilfe aller möglichen Muskeln im Rumpf und natürlich auch, oder der meisten Muskeln, die vorne im Rumpf sind und natürlich auch ein bisschen Bein und Arm, Zwischenrippenmuskulatur, auch ein bisschen Brustmuskulatur und so weiter, hintere Schulter sogar, das hilft, um uns solch komischen, ich sag dazu, Seemannsliegestütze machen zu lassen.